Musste man, wenn man ein Vorstellungsgespräch bei euch macht, muss man dann zeigen, auch wie man schneidet? Ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht so? Nein. Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute in Essen hier am Start Chili-Cheese-Döner. Es ist das Top-Kommentar, das absolute Top-Kommentar. Das heißt, es muss was werden. Ihr enttäuscht mich so hart, wenn das scheiße schmeckt. Wirklich. Das haben aber auch viele gesagt. Ich blende die Kommentare nochmal ein. Viele haben gesagt, es schmeckt nicht. Aber umso mehr haben gesagt, es ist heftig. Wir warten jetzt nur noch auf Charo. Charo kommt gleich auch hier an den Start und denkt an meine Kommentare. Denn der meinen bisherigen besten Döner top, kriegt die Belohnung. Die wird hier oben eingeblendet. Wir gehen ab ins Video. Let's go. Willkommen zurück auf Holles kulinarische Reise durch Deutschland. Heute bei Royal Grill. Royal Grill. Mit von der Partie der Schlitzer. Er schneidet Fleisch wie kein anderer. Und der General. Ihm widerspricht fast niemand. Doch was ist mit diesem gut aussehenden jungen Mann aus Buxtehude? Finde es heraus im saftig-knaftigen Urteil des saftig-knaftigen Holle. Er ist hier halt mitten in Essen. Relativ unscheinbar. Ich habe eben schon gesagt, die unscheinbaren, die tiefen Brunnen, wisst ihr ja. Die tiefen Brunnen, die tiefen Gewässer. Die stillen Gewässer sind tief. So Leute, ich habe Berdan und Justin noch mal am Start, die zwei Ehrenmänner. Sag mal ehrlich, bester Laden zu euch? Ja. In Essen schon einer mit der besten. Ja. 1 bis 10, was gibt ihr dem Döner? Ich würde schon so eine 8,5 sagen. 8,5. Bei deiner harten Kritik immer würde ich sagen, so eine 8,5. 4, 5, passt okay. Schon. Okay, ja, ich werde Chili Cheese Döner probieren. Ich glaube, du meinst vorhin schon, der ist normal immer da. Ja. Ne? Wir wollten noch einmal sein Bart eben zeigen. Du hast mehr Bart als Montana Black, ich schwör's dir. Ehrlich? Ich will nicht sagen, ich sehe nicht so aus wie 18, aber ich habe ein Auto. Ehrlich jetzt? Ja, also will ich nicht. Ich will nicht angeben, aber ich habe ein Auto. An dem Bart gefällt mir echt gut die. Dankeschön, Dankeschön. Aber auf jeden Fall mehr als Monte, ne? Ja, 100%ig, Mann. Nur so eine allgemeine Frage. Der beste Döner-Tester Deutschlands, wer ist denn das überhaupt? Der Welt? Ja, würde ich schon sagen, du. Das bist ja, schon du, ja. Ehrlich. Ja, ich wusste es nicht genau, ich wollte es einfach jetzt auch nochmal von euch hören. So Jungs, dann werden wir mal Döner fetzen jetzt. So, wir haben Schau dabei. Er wollte schon eben gucken. Ich habe gesagt, guck nicht, Charo, weil ich habe Überraschung für dich. Holle, der Feinschmecker aus dem Norden hier im Ruhrgebiet, sagt, er hätte einen Kulturschock für mich. Du hast doch einen Code bei ZEC Plus, ne? Ich habe einen Code bei ZEC Plus, genau. Holle 10. Nein, Charo 10, ne? Genau. Wir drehen uns mal so ein bisschen, dass du noch nicht siehst, was wir haben, ne? Was denkst du, deine ersten Gedanken, wenn du daran denkst, dass ich dir sage, wirklich Real Talk, das ist ja kein Disrespect an irgendjemand. Chili Cheese Döner. Ich war vor 2 Wochen auch in so ein Käse-Döner. Ja? Irgendwie kommen die gerade so. Die sind nur kommen. Die sind im Kommen, aus dem Nix aber auch. Ja. Weißt du, wie ich meine? So habe ich nie gesehen vorher. Schleiche. Außer einmal jetzt auch gerade. Vor 2 Wochen im anderen Video von Kollegen gegessen. Ja. Und ich sage euch ehrlich, der war nicht gut. Mich kann sogar noch einer anrufen hier aus der Gegend. Ich soll vorbeikommen, sein Döner-Test. Ich bin gespannt, was er kann. Ich bin normalerweise nicht so der größte Käse-Fan. Ja, Döner ist halt an sich was Heftiges. Und man hat auch ein bisschen Angst, dass es das Döner-Feeling wegnimmt, habe ich genau. Das Gefühl. Genau. Ne? Du hast das erraten. Du sagst es. Ich mache mir Gedanken, darüber. Jetzt gibt es wirklich Käse und Döner, oder? Es gibt den und wir machen folgendes Format. Du machst in dein Handy deine verdeckte Bewertung 1 bis 10, ich auch. Und danach denken wir auch, dass keiner irgendwie sich beeinflussen lassen kann. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal aus. So, Laden hat extra dicht gemacht eben für uns. Grüßt euch Jungs. Also Charo und ich werden heute euch die eiskalte Bewertung geben von eurem Chili Cheese Dinner. Der ist, ich habe gar nicht gesagt, ist Top-Kommentar bei mir gewesen, Charo. 2000 Likes nur auf diesen Döner hier. Royal Grill. Ja, ja. Also das ist der Name hier in Essen. Wie isst du dein Döner, Charo? Eigentlich klassisch. Wenn das wirklich so Jopprackfleisch ist, das ist die Geschichte. Kein Hackfleisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja ein Hackfleischspieß. Ah, okay. Und dann gibt es noch mal Jopprackfleisch, das sind also so Scheibenfleisch. Okay. So. Dann ohne Zwiebel, damit ich schön den Fleischgeschmack rausschmecken kann. Okay. Ohne Mais, Tzatziki im Brot, ohne Schaf. Rotkohl gehört bei mir auf dem Döner drauf, da scheint sich immer so die Geister. Finde ich auch nicht schlecht, ja. Nehmen wir auch noch Soßen auf Chili Cheese oder nehmen wir nur Chili Cheese? Ich würde, glaube ich, nur Chili Cheese machen, damit wir schön den Käse rausschmecken. Würde ich sagen. Ja, lass uns das so machen. Es ist hier eng, aber gemütlich, finde ich so, ne? Ja. Dann kommt ein bisschen auch Tuchfühlung auch mal. Ist das auch euer Dauerrenner, der Chili Cheese? Ja, wir haben auch Gemüse. Habt ihr auch? Aber das wird doch, ist nicht im Fleisch auch schon Gemüse, wenn ihr Gemüse habt? Ja, also Dönerfleisch und Gemüse. Ach, da macht ihr Gemüse extra? Ja. Weil ich habe auch schon oft gesehen, im Fleisch ist Gemüse. Nein. Bei uns nicht. Da nehmen wir Abstand von, ne? Wie eine Maschine, ne? So schnell habe ich das noch nie gesehen. Musste man, wenn man ein Vorstellungsgespräch bei euch macht, muss man dann zeigen, auch wie man schneidet? Ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht so? Nein.
Also er sieht schon mal sehr, sagt man futuristisch, Charu, kann man sagen, ne? Sieht gut aus, ne? Fusion, sagt man heutzutage. Fusion? Also der sieht gut aus, der sieht gut aus. Der schmeckt da auch gut, das ist die Frage. Dickes Ding, Charu, ganz dickes Ding. Denkst du, haben die nur für uns so gemacht oder ist immer so? Gute Frage. Also schau mal, ich mag diesen extra Bonus nicht. Ist zu viel, too much so. Und ich möchte lieber so genauso behandelt werden wie jeder andere Gast auch. Zu voll klatschen. Und dann empfiehlt man nach den Döner und jeder andere was anderes. Das ist ja auch nicht ganz gut. Das ist auch nicht gut, weißt du? Letztendlich sind wir alle gleich. Okay. So. Jetzt kommt schöne Schärfe durch. Der Käse, dafür, so, dass er so eine kräftige Farbe hat, zu meiner Überraschung, schmeckt er auch nicht so krass käsig. Ich habe ihn, sag ehrlich, so gut wie gar nicht geschmeckt. So fast gar nicht, Okay, also da ist wirklich Geschmack da, aber nicht diese penetrant. Viel besser schon mal als den, den ich einmal getestet habe. Dem hätte ich gar keine Bewertung gegeben damals, weil das wäre unfair gewesen. Hätte ich gemusst, dazu bin ich verpflichtet, aber der ist schon mal viel besser als der letzte, den ich hatte. Ohne Witz, der Käse hat mich hier wirklich überzeugt. Ehrlich? Ja, dich nicht. Also sagen wir so, ich gebe jetzt meine Vorabbewertung, ohne jetzt meine Note zu sagen. Also erstmal rein, ohne den ganzen Döner zu werden. Nur Chili Cheese. Ich habe den Käse, du merkst ihn im Mund so. Merkst du ihn, diese Konsistenz. Aber du, ich finde, man merkt ihn, bei mir kann ja auch sein, dass bei mehr drauf ist, kaum vom Geschmack. Und ich habe hier jetzt, glaube ich, die erste Chili, deshalb beiß ich auch noch mal rein. Der hatte ich, glaube ich, vorher gar nicht. Doch, ich habe gehört, das war gut. Ich muss dir sagen, oder? Jetzt habe ich eine richtig gute Ecke mit Käse hier erwischt. Kriegt hier kaum was vom Käse. Der Käse ist gut. Komm, ich beiß jetzt für dich noch mal in diese Ecke rein, okay. Dann sage ich dir noch mal Bescheid. Oder soll ich? Soll ich? Ich mach ich. Hast du mich geplackt? Der macht mich bewusstlos. Komm, beiß rein. Okay. Komm, jalla. Was sagst du jetzt dazu? Das habe ich Chili gehabt, ich habe Käse gehabt, ich habe Fleisch gehabt. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und wir haben es geschafft, das sage ich mal, das ist gut. Wir haben es geschafft, dass dieser Käse und das Chili harmoniert damit. Nicht irgendwie komplett in Florida wurden. Das war letztes Mal der Fall. Nur Käse, nur Chili. Das darf nicht sein, das meine ich dir. Das darf nicht sein. Aber für mich an sich, guter Döner. Ja? Ja. Okay, gib mal gerne deine Bewertung, Schau, in dein Handy ein. Ich möchte deine anonyme quasi. Ey, du 6, ich wollte erst 6,5, dann habe ich nur mal ganz knapp geschoben. 6,5, hör mal, da sehen wir, dass wir beide auf einen Nenner kommen. Das ist so, das sind Zudecks und Herdunterschicht. Ich wollte es nur einmal kurz so sagen. Ne? Ja, das ist krass, Roller, das ist krass. Sag mal deine Begründung, Caro, für die Bewertung. Meine Begründung, also ich habe auf die Umgebung alles Einfluss lassen. Hier im Ruhrgebiet ist die Konkurrenz bei Döner extrem hoch. Hier die Shababs, die haben sich wirklich was gewagt. Die wagen sich an Käse ran, das machen ja auch sehr, sehr wenige. Und dafür hast du das gemacht. Und so sind sie einer der ersten, haben sie es gut gemacht. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Negativen. Der war mir zu voll gepackt. Zu voll gepackt. Da war dieser Bonusbogen. Da musste ich ein bisschen auf Punktabzug geben. Ja, er war zu voll gepackt und für mich ist so, sie haben das Neues gewagt. Es ist aufregend, kann man mal probieren. So, es ist wert, safe. Aber ich finde, wenn man das Komplettpaket sieht, wo andere im Wettbewerb, sag ich mal, sich noch mal mitgeben. Selbstgemachtes Fleisch, Brot selbstgemacht, war der Rest Standard. Ihr habt gesehen, unsere Bewertung ist fast gleich. Ich denke, wir haben die gleiche Meinung, um das so zu bringen. Ihr kommt hier hin, ihr kriegt was Neues, was lecker ist. Es haut euch nicht von den Socken. Es ist gut umgesetzt. Präsenter Gemüse bei mir, vollgepackter Döner, wer satt werden will, wird hier satt. Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich würde dir gleich, das könnt ihr dann später bei mir auf den Channel schauen, den Mittwoch daraufhin, wirklich, ohne Witz, meinen besten Döner hier im Ruhrgebiet. Okay. Da war ich noch mit niemandem da. Große Premiere für YouTube, sag ich mal. Ich will nicht so viel machen. Aber warum hast du noch nie bei YouTube gezeigt? Weil ich das für was ganz Besonderes auch gemacht habe. Oh, danke, Bruder. Denkt dran, Leute. Charu am Ende des Videos einmal anklicken, abonnieren. Bester Mann, heftiger Food-Content. Er bringt am Mittwoch das Video auf seinen Kanal raus und dann gerne erstmal abonnieren und dann beim gucken. Ne? Absolut, so machen wir es. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Bis dann. Bis dann, ciao.